Ja, ob das nett ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber du hast einen guten Humor. Oh, ja, das ist der kleine ist Bruder von Scheiße. Dankeschön. Und das von demjenigen, der sagt, dass er einen speziellen Humor hat. Habe ich dann auch einen speziellen Humor? Du kannst halt über dich selber lachen, ne? Das stimmt. Louis hat Geburtstag. Moment, in dem Zusammenhang kommt das aber verdammt schräg, ne? Was? Ich frage, ob ich einen seltsamen Humor habe und du sagst, ich kann über mich selbst lachen, weil du dann seltsam bin. Oh, hier, guck mal. Kannst du dir aussuchen. Ja, Sadie Welle hier ist wirklich sehr Schubladendenken. Ich bin froh, dass mir das Putzen langsam Spaß macht. Das Haus wird sehr schnell dreckig, Haley. Das liegt an Haley, das liegt nicht an den Schubladen. Die ist halt... Es fühlt sich einfach gut an, alles blitz und blank zu... Kann ich einen Kuss haben, bevor du gehst? Ja. Xal hat gerade geschrieben, er hat Erfahrung damit, andere wach zu halten. Die Aussage war vor ihm früher bei MMORPGs, gegen bis 12 macht man noch und dann sind früh um 5 die Leute schlafen gegangen. Ja, so sieht's aus. Oder bei Minecraft, nur noch die Mine. Also bei Minecraft, ich habe noch ein Artefakt, ich weiß nicht, ob wir das schon haben, in Schädel-Dingensbums, prähistorischer Schädel, ich hab's reingeworfen. Wie viel soll ich denn eigentlich bepflanzen? So viel, wie du meinst, dass du schaffst, zu ernten. Ich bin ja auch noch da. Im Idealfall, ne? Weil ihr ja nicht Diamanten verfügbar seid. Dann macht man das mit der Schädelhöhle? Weiß ich nicht, machen wir heute noch einen Run? Können wir machen, Achso, du meinst jetzt heute in der Aufnahme? Heute, oder heute in der Aufnahme, meine ich, ob wir da noch einen Run dann machen. Dann machen wir das noch morgen. Na, wenn ich bis dahin meine Spitzhacke wieder hab, ja. Die Sachen müssen ja nicht unbedingt. Stimmt, Fegel, keine Spitzhacke. Steine haben wir genug. Ich kann ja mal schnell gucken, wie lange der braucht für die Iridium-Spitzhacke. Also, war es nicht irgendwie 3 Tage oder so? Da musst du doch wissen, wann es abgegeben hast nur. Echt lob, aber dass es sich bei den Materialien anders verhält. Nope, macht's nicht. Ich hatte auch 3 Tage, hatte ich meins wieder. War genau gleich. Vorhin erklärt, dass es ein Pokémon ist, ja. Hast du das gehört in Bens Stream? Wahrscheinlich. Du könntest es auch durch deinen Stream gehört haben, wo ich das gesagt habe bei dir. Damn, 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 damn. Na, wenn er bei dir zuhört, kann er es auch gehört haben. Nein, ich meine doch die Emira Knoche. Ach so, natürlich. Die das gerade festgestellt hat. Aber die war ja bei dir. Sie sagt jetzt gerade in meinem Stream, ist das nicht ein Pokémon? Und glänzt wissen, dass sie aber schon weiß, obwohl sie gar nicht in meinem Stream war. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich habe es, glaube ich, verstanden. Aber heute ist irgendwie der Wurm drin beim Erklären und Zuhören und Versprechen. Und also noch mehr als sonst. Ich kann die Tiere auch aussperren, das ist ein bisschen Quatsch. Hat jemand eine Sense dabei? Ja. Kannst du mal hier unten Gras ernten? Kann ich machen. Möchtest du mich nicht wegmachen? Kann nur schnell kommen. So. Wo ist es denn? Oh wow. Das eine. Das hat nicht mal was gebracht. Wow. Wurde das vielleicht einfach nicht angezeigt? Nee, das ist auch links unten, wurde es nicht angezeigt. Du siehst es sonst auch links unten, wenn was kam. Eine Entenfeder. Wup, 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 wup. Soll ich jetzt wirklich hier alles machen? Das wird schon ein bisschen viel, gell? So viel, wie du schaffst, immer noch. Ich schaff ja alles. Du musst es auch... Achso, weil gießen muss es nicht mehr, ne? Ich muss es dann noch gießen. Ne? Ach, ich find's ja jetzt nicht. Lumi, hast du es eigentlich vorhin mitgekriegt, dass ich wieder entdeckt habe, dass wir einen kleinen Rammler namens Felix haben? Und nein, ich meine nicht, indem man im Voice hört. Nein, da war ich nicht dabei. Den kleinen Rammler namens Felix auch nicht. Warst du nicht dabei? Dann muss er mir. Nee, sie war vorhin Bier holen, wo ich das wieder gesehen habe. Dass unser Hase Felix heißt. Argument. Ja, ja. Ich muss jetzt mal den ganzen Quatsch wegbringen hier. Platz da! So viele Emoji-Spammer. Ach komm, bloß weil du keine Emojis magst. Du benutzt ja nicht mal das, was du gratis von mir hast. Gratis? Ist ja wohl nicht gratis. Ja, der Chris hat ihm doch einen Sub geschenkt. Ja, aber das... Achso. Sun schnauzt sich doch durch. Er hatte schon einen zweiten Sub bekommen. Okay, geschenkte Subs sind gratis. Das lasse ich gelten. Ja. Aber er spammt nicht das Smiley, das er davon hat. Du musst es überall spammen, Sun, damit ich reich, berühmt und bekannt werde. Das ist der Deal. Deswegen bin mir ziemlich sicher, dass das so nicht funktioniert, Lumi. Doch, dann sieht jeder dieses awesome Smiley und denkt sich, oh, da ist bestimmt voll der coole Kanal dahinter, da muss ich jetzt drauf gehen. Und dann guckt er sich einen Stream von dir an und denkt sich, wenn man auf das Smiley klickt, wird man dann eingeleitet oder was? Was, nein, also man sieht aber, man sieht ja vorne das Präfix, das Lumi da. Ja, aber, okay, bei dir funktioniert das, bei mir funktioniert das echt schlecht mit dem Präfix tatsächlich. Ich habe ein verlorenes Buch gefunden. Xan, du sollst nicht Emoticon spammen, du sollst mein Emoticon spammen. Nein, Xan, du sollst generell bei Lumi Emoji-Comments spammen, die steht da drauf. Auch ASCII-Text, also ASCII-Art. Ich ruppel mir darauf ein.
Terraria habe ich mal gespielt, aber hat mich nicht angefixt. Terraria ist eins meiner Lieblingsspiele tatsächlich, aber dazu kriege ich die Leute nicht. Ich habe auch Felix versucht anzufixen, das ist auch nicht, hat nicht funktioniert, gefruchtet. Was heißt angefixt? Ich habe ja ein bisschen mitgespielt, aber ich sterbe da halt ziemlich oft. Ja, aber das finde ich ja gar nicht so schlimm tatsächlich. Also man gewöhnt sich dran. Ja. Nein. Also ich glaube, du hast ein oder zwei Abende gespielt. Das ist halt nicht die Zeit, die man eigentlich braucht, um wirklich reinzukommen in Terraria, um dann auch gut zu spielen. Das meine ich eher. Das ist zwei Abende bloß? Es war nicht lange. Achso, Louis hat immer noch Geburtstag. Brauchen bloß noch eine Zwergenschriftrolle. Welche haben wir denn eigentlich hier? Roter Pilz. Sandy will einen roten Pilz haben. Aber da muss ich ja rüberfahren. Das lohnt sich ja gar nicht. Muss ich 500 Gold ausgeben, um 225 zu kriegen. Nee, Sandy. Das sieht schwierig aus. Wir fahren nur eh nochmal rüber. Aber nicht... Achso, morgen dann. Ja, müssen wir morgen einen roten Pilz mitnehmen. Also ich. Wo ist denn Louis eigentlich tagsüber? Wir brauchen bloß noch Zwergenschriftrolle 1. Hier sind nicht. Hä, aber die haben gesagt, dass ein neues Buch der Bibliothek zugefügt wurde. Ach, hier. Hier ist ja ein. Danke, mach es wirklich. Wo ist denn Louis tagsüber? Der beim Arnie oder so? Markangeber. Ja, in dem Fall darfst du es mir gerne sagen, weil ich will es ja wirklich wissen. Wie wird der geschrieben mit O, ne? L-E-W-I-S. Louis. So. Gesundheit. Danke. Du krank so, oder ist es Allergie? Welchen Tag haben wir? Sonntag. Tag. Und das ist Frühling. 15 Uhr haben wir jetzt. Was? Samstag? Sonntag. Ab 16.30 Uhr ist er zu Hause und sonst steht er am Baum links von HWs Klinik. Dann war ich blind. Da bin ich gerade vorbeigerannt. Also der ist gerade schon auf dem Weg zu seinem Haus gewesen. Was ist ein Bote? Bote für morgen früh machen bis gleich? Also bis gleich Mumpenflo, aber was ist ein Bote bis morgen früh machen? Okay. Für morgen früh? Bote. Bis morgen früh machen. Nee, Bote. Ich kann mir nur... Aber vertippt für Torte kann es nicht sein. Oh, Torte wäre jetzt geil. Lumi, du hast Instagram, folgst du mich nicht, ne? Hast du eine Torte gemacht? Nee, nein. Kuchen gebacken gestern Abend. Kuchen ist keine Torte, ich habe gesagt, Torte wäre jetzt geil. Aber so ein russischer Zupfkuchen ist schon, finde ich, nah dran. Russischer Zupfkuchen ist geil, aber ist keine Torte. Ich fand den Kuchen lecker, also lecker aussehen. Lecker aussehen, hast du nicht gegessen? Du hast ihn gesehen und nicht geliked, Schweinerei, was soll denn das? Ich hab ihn gesehen und geliked. Oder was bist denn du für ein Freund? Dann hat Instagram mir Instagram schreibt mir irgendwie dreimal am Tag, dass irgendwelche Leute irgendwelche Stories posten, aber wenn Sachen auf meine Beiträge passieren, dann zeigt sie mir das nicht an. Das kann nur passiert sein, gestern war ja Instagram down, dass es das nie gesendet hat, das kann natürlich auch sein. So einfach hat's Felix geschafft, den Verdacht davon abzulenken, dass es nicht geliked hat. Ja, ich hab bloß ein Kommi geschrieben, glaub ich. Geschenk, danke dir. So, ich kann mal kurz nachgucken einfach, wenn ich dann im Bett liege und hoffentlich dran denke. Ich kann aber jetzt einfach nachgucken. Thermomix Zwiebelbrot und Maisbrot machen und diese dann noch schmieren für den Kindergarten. Thermomix, da hat auch jemand Geld. Ja, es gibt Leute, die das nutzen. Hier, Ausrufezeichen. Ja, wie viel ein Thermomix kostet? Das ist absolut übertrieben. Weißt du, wie viel ein Thermomix kostet, Benni? Irgendwie 500 Euro aufwärts, oder? 1005. Also der neueste zumindest kostet 1005. Ja, TR5. Wie gesagt, 500 Euro aufwärts. Ich will mir bald irgendwann, um Trockenfleisch zu holen. Wie nennt sich das Teil? Dörrautomaten. Dörrautomaten. Das hab ich. Das ist sinnvoll. Ein Thermomix ist nicht sinnvoll. Ach, Brote wolltest du machen. Die Bote war Brote. Hey. Also doch vertippt. Hätten wir drauf kommen können. Ja, aber wir waren nicht gut. Tag des Versprechens und so, ne? Jawohl. Tag des Autocorrect. Das Verbalen. Komm wieder, wenn mir was zu zeigen hast. Habt ihr eigentlich mit Gil inzwischen irgendwas gemacht? Ich hab's geliked. Und ich hab's sogar zweimal gepostet. Was soll man denn mit Gil machen? Ich hab's nicht bloß zweimal gepostet. Ich hab 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal das verschickt. What the fuck? Ich wurde sie deswegen nicht angezeigt wegen Spam-Verdacht. Och nö, jetzt kommt. Guck jetzt in Instagram rein. Doch, jetzt ein Kommentar.
Na ah, doch. Eins, bei mir zeigt 6 an. Nee, ich habe einmal deinen Kommentar. Sieht lecker aus. Okay. Aber wie gesagt, ich krieg so viele Push-Benachrichtigungen von Instagram, dass ich nicht mehr rausfiltern kann, wenn es Reaktionen auf meine Sachen sind, tatsächlich. Von der App. Weil einfach ständig irgendwelche Leute irgendwelche scheiß Stories posten. Ja. Die mich nicht interessieren. Problem, sollte ich deine Familie beleidigt haben. Das lag nicht in meiner Absicht. Wie bist aber du? Dann, dann tu doch einfach nicht so viel liken. Wen beleidigst du denn jetzt, Lumi? Was soll denn das? Ich habe gesagt, dass ich den Thermomix nutzlos finde. Und implizit, okay, das habe ich vielleicht gedacht, deswegen spreche ich es jetzt nicht aus. Mir lagen ein paar Disskomplimente auf den Lippen bezüglich Menschen, die Thermomix brauchen. Naja, Thermomix ist, habe ich gelesen, für Leute geil, die sehr viele Personen zum Beispiel haben. Ja, okay, das kann ich noch halbwegs nachvollziehen, aber ich koche auch ohne Thermomix genießbar. Ja, aber wenn du halt 6 Personen oder so zu unterhalten hast, dann ist es scheiße, nur 4 Töpfe auf dem Herd zu haben. Dann ist halt geil, wenn du noch was nebenbei hast. Wobei ja, so ab 6 Personen möchte ich dir ja gar nicht widersprechen, aber so dieses, oh, ich habe einen Thermomix, ich habe eine Suppe gemacht. Serious, schmeißt das Gemüse einfach in den Topf und dann hast du auch eine Suppe. Also, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ja, und der Thermomix braucht halt weniger Zeit. Vor allem, ich muss da nicht drauf gucken, ob es verbrennt oder nicht, sondern mach's einfach an, dass es aus ist, fertig ist. Also bei der Suppe haust du das Zeug alles in den Topf und hinterher hast du eine Suppe, da brauchst du keinen Thermomix. Das ist irgendwann zerkocht, wenn du es zu lange da drin lässt. Ja. Das passiert ja dann nicht. Naja, aber die meisten machen ja so pürierten Suppenkram. Okay, also so dann ist das wirklich eine Mischung aus Brei und Suppe irgendwie und da brauchst du doch keinen Thermomix. Also wirklich nicht. Das stimmt. Das steht mir halt nicht kommt, ein. Es kommt auf die Anwendung drauf an, wenn man das mal so. Wenn du Suppensmoothie machst, brauchst du wahrscheinlich keinen Thermomix. Wenn du da irgendwie deine 1000 Euro reinbutterst, dafür eine Suppe machen zu können. Also jetzt mal ernsthaft, da kaufe ich lieber für 1500 Euro lange mir, um ein Jahr lang Suppe zu machen. Lumi, das hält ein Leben lang! Ein Leben lang! Da habe ich lieber was zu essen für ein Jahr. Wo ist das ganze Gold hin? Ich habe kein Gold rausgenommen. Ein Multifunktionsgerät wird man sehr. Ich weiß, dass man sehr viel damit machen kann, aber ich gut, vielleicht spreche ich anders, wenn ich das Ding erstmal habe. So, ich will es aber gar nicht. Tatsächlich sagen das viele, wenn sie einmal ausprobiert haben, dass sie es gerne haben wollen. Und ohne Scheiß, also derjenige, der mir einen Thermomix schenkt, der kriegt den direkt um die Ohren gehauen. Ich brauche so ein Ding nicht. Dummi? Was? Die Kohle fehlt und das ganze Gold ist weg. Wo ist das ganze Gold? Okay, sowohl Kohle als auch Gold ist bei mir. Warum hast du das Gold rausgenommen? Weil ich einen Sprinkler gebaut habe. So, die Herren in deinem Stream haben keine Ahnung. Da hat jemand sogar 60 Gold mit ihm gepackt. Ja. Ganz schön schwer sein. So, der Eintopf kann. Was, wovon haben wir keine Ahnung? Jetzt mal bitte laut vorlesen, wenn es um uns geht, ja? Die Herren in deinem Stream haben keine Ahnung, wie man Suppe und Eintopf zubereitet, wie ich sehe. Also Eintopf, ja. Ich mache mir immer die Soljanka in diesen eingepackten Tüten. Nicht gemacht. Aber Suppe, also Buchstaben kriege ich noch hin. Und Suppe ganz normal. Soljanka also, in eingepackten Tüten zählt nicht als Suppe kochen, ja. Das ist nur Wasser rein und aufgießen. Wieso Wasser rein? Du machst einfach bloß. Nicht. Du machst einfach bloß die Tüte kaputt und tust in den Dingens, ne? Du brauchst dann noch nicht mal Wasser reinfüllen. Das Einzige, was noch sinnloser ist, als einen Thermomix für Suppe zu verwenden, ist, sich Skins in Dota zu kaufen. Also vor allen Dingen Skins in $1,500. Okay, das stimmt. Die sind ja beim Hansi im überhaupt Stream. Skins. Ja, der kam mal das Thema auf, wie viel man bei Streams, es gibt ja so eine Seite, die sagt dir, wie viel Geld du gesamt bei Steam ausgegeben hast. So. Nicht sterben! Und da hat es dann auch einer geschafft, irgendwie 4.500 Euro bei Steam zu lassen. Ich muss ja bei dir schlafen. Und er meinte, davon waren locker 2000 für Dota. Alter Falter. Ja, aber dass man bei Dota überhaupt, also dass du gar nicht so gut nachvollziehen kann, wundert mich ein bisschen, weil das halt Skins sind. Es. Du kannst halt dir ja anzeigen lassen, wie viel wert dein Inventar ist. Ja, okay. Also weil du es ja in deinem Steam-Inventar hast dann. Aber das verändert sich ja auch, je nachdem, wie sich die Preise entwickeln. Entschuldigung. Habe ich Louis nicht gefunden? Naja. Ring. Schatz, Scheiß drauf. 1:30 Uhr. Sehr schön, Mira. Dann haben wir jetzt auch noch den Stream Koch für mich. Lumi, bist du im Bett? Ja. Übrigens. Ja, jetzt. Felix, schönen Gruß von Xan. Soljanka in Tüten. Ich sehe, Felix ist ein 5-Sterne-Koch. Ja, auf jeden Fall. Das wird noch verfeinert. Woher koche ich noch Kartoffeln? Und dann wird das mit in die Soljanka getan und da hast du ein bisschen aufgewertet. Aber ernsthaft, so Janka ist ja wirklich so einfach, da kannst du auch einfach alles zusammenschmeißen an Resten und lässt es 6 Stunden auf dem Herd köcheln. Wie alt bist du denn? Ja. Oh, fragt man sowas? Was fragt man nicht?
Wie jung ich glaube, Frauen dürfen untereinander fragen, wie alt sie sind. Aber nicht in einem öffentlichen Stream. Ja, aber, muss aber es dir whispern. Fragen, wie jung sie sind. Gott, Welken ist keine Leistung. Das fünfte Mal 19 geworden. Gehen wir jetzt eigentlich heute in die Minuanet? Das fünfte Mal 19 geworden? Partys. Jetzt bin ich überfordert. Das können wir von mir aus machen. Ich glaube, wir werden relativ schnell sterben. Ich muss bis 9 Uhr warten, bis ich meine... Aber wir um 10 fährt es ja eh erst drüber. Ja gut, das stimmt. Bereite ich mich schon mal so. Fährt sie erst drüber. Moment mal, ich kann Trüffelöl... Achso, eine Gummikochzutat. Ja, logisch kann ich Trüffelöl essen. So, wir müssen wieder ein paar Treppen vorbereiten. Wer nimmt die Bomben? Ich nehme meine Mega. Jeder nimmt Bomben. Mega-Bomben. Jeder nimmt Bomben und jeder nimmt Treppen. Ganz einfach. Ja, Treppen wieso, werden ja schon vorbereitet. Wieso ist Gelee Handwerksware? Das irritiert mich. Immer noch. Und Energietonikum könnt ihr euch mal einstecken. Könnt ihr aber was von dem essen, was wir haben? Moment, was? Was hast du denn eigentlich immer mit deinem scheiß Energietonikum? Das hat nicht mal irgendwelche Sonderfähigkeiten. Nö. Aber es stellt 500 Energie her und 200 Gesundheit. Aber mach doch, isst doch lieber irgendwas wie Kürbissuppe. Und wir haben keine Kürbisse mehr, ne? Geh weg, geh weg. Ja, ja. Ich hab Pfannkuchen hier. Und ich hab jetzt 9000 Steine. Wie viele Steine habt ihr? 9000? Mann, hast du viel? 90 Steine, wie viel habt ihr? Nee, ich hab 700 und Quetsch, der Benni nimmt die anderen. Ich hab 700 und Quetsch, ich will jetzt erstmal ein paar Treppen schon bauen. 700 und Quetsch, sagt man das so? Ein paar Zerquetschstücke nicht. Bei uns sagt man das so, in Sachsen sagt man alles. Eben, wir sind faul, zu faul zum Sprechen. Ganz schön lang warten. Wobei, aber diese Janka in Tüten, die geht ja noch. Das ist ja die meistens, die man irgendwie beim Fleischer kriegt oder so. Aber Lumi ernten musste trotzdem. Ich hab bloß noch 4 Steine. Aber eh erst aber um 10 fahren können schon. Ja, aber ich muss erstmal meinen Platz hier machen. Das ist das Wichtige. Wo sind die Bomben? Habt ihr da jetzt schon alles mitgenommen oder was? Ich hab 3 Megabomben dabei. 3 gleich. Der geht hart ins Gericht. Ich benutze die halt nur fast nie. Dann lass ich da Lumi hier eine Bombe und eine Kirschbombe. Ich hab normale Bomben, die reichen mir völlig. Megabomben finde ich total. Habt ihr Energietonikum mitgenommen? Nope. Nein. Kann ich aber gleich noch machen. Wenn du glücklich bist, Felix. Die stellen die komplette Gesundheit wieder her und die Ausdauer. Aber ist nicht schlecht. Ganz im Ernst, der andere Kram stellt auch dann fast deine komplette Gesundheit wieder her und dann hast du ein bisschen noch schneller oder mehr heute, Glück oder keine Ahnung. Sind eigentlich die Geister heute gesinnt? Hat keiner geschaut. Hast du deine Spitzhacke geholt? Ja. Guck ich noch, ob der Schädel gleich verfügbar war. Also ob man den Schädel schon... Leider nichts, was ich kochen kann, was gut ist. Brauchst du Kartoffeln? Nee, für den Pop. Brauchst wahrscheinlich Pilze und so. Pilze haben wir und sowas. Dann müsstest du eigentlich Pilzsuppen und so einen Quatsch kochen können. Aber ich will doch was kochen, was uns was bringt. Was bringt, will ich kochen? Was eine Vorbereitung. Was bringt, sagt sie? Haben wir ja schon 10, ist das schon da? Den Schädel hatten wir noch nie. Halt, ich soll einen roten Pilz mitnehmen für Sandy. Also den Schädel hatten wir noch nie, Benny. Cool, kommen die um danke. 11 oder kommen die um 10? Um 10, oder? 10, die müssten schon da sein. Ich fahr schon mal rüber, muss ich noch den roten Pilz abgeben. Aubergine ist sowas, was ich gar nicht mag, ey. Das ist... Ich bin mühevoll dran gewöhnt. Dass ich liebevoll daran gewöhnt? Wie geht das denn? Liebevoll. Ich hab verstanden, liebevoll. Ich hab liebevoll verstanden. Ich hab mich liebevoll dran gewöhnt. Aber jemand behauptet, der hat liebevoll gesagt. Ja, würde ich aber sagen. Ich musste mit 12, musste ich unter der Woche, glaube ich, um 8 im Bett sein. Mit wie vielen Jahren? Mit 12, hat sie gerade gesagt. So, mit 12? Durfte, glaube ich. Wem ist, glaube ich, um 9? War das noch Sandmann-Zeit? 12 doch, ne, mit 12 guckst du doch kein Sandmann. Meine Teenager-Kiddies da auf der Nachhilfe spielen Fortnite und gucken uns. Ja, komm, das war eine andere Generation. Ich würde gerade sagen. Ich habe angefangen, Counter-Strike zu spielen, also ich bitte dich. Also sag mal so, ich durfte mit 13 nicht mal GTA 2 spielen, ja. Aber komm, Benny, du durftest. Meine Eltern schon, wussten nicht, was das ist. Du durftest schon mehr spielen am PC als ich. Bin ja jedes Mal zu dir das rüber stimmt. Und dann wieder zurück, ne? Wir haben Asterix und Obelix damit lang, also habe ich erst gespielt. Durfte halt überhaupt am PC spieren, das war ja, so ein bisschen der Unterschied. Angefangen, so mal lieber. Warum seid ihr nicht da? Ich habe Lumi schon vor der Tür, ich dachte, du wartet auf dich oder so. Nee, aber... ich habe Dings gemacht, Steine. Dings gemacht, Steine. Treppen.
Man braucht ja so lange zum Treppen machen, ich bin jetzt fast an diesen. Wollen du bist auf Stufe 2 und musst schon saufen? Ja, ne, ich bin von 2 Viechern schon angegriffen worden. Ich hab dich schon für euch weggeräumt quasi. Deswegen hab ich mich da so echauffiert. Heute ist dieser Tag der eloquenten Sprache. Wie geht's runter? Eloquent und versprellele Lächer. Ich hau da erstmal eine Bombe in den Oberarm. Hier ist ein Loch. Noch. Ah, warte mal, hier, warte mal, das Ding hier können wir mitnehmen. Erst das Loch. Ihr könnt ja schon mal springen. Springt ruhig schon mal. Ich bin 3 Ebenen, wo seid ihr? Warte. Dankeschön für den Follow. 5. Ich bin mit dem Benny. Gleich mal das Schwert zücken. Bist nicht bei mir. Bist du? Ach, jetzt bist du bei mir. Dann komme ich zum Benny. Bei mir gerade etwas geladen. Du kannst ja erstmal so lange normal weitergraben, du brauchst ja die Treppen nicht verschwenden. Okay. Du kannst erstmal so lange weitergraben, bis wir eine Treppe gefunden haben. Dann kannst du immer noch die Treppen nehmen. Nein, dann kann ich euch direkt helfen. Das ist doch Schwachsinn. Ja, bis ihr da was gefunden habt. Wo seid ihr jetzt? Seid ihr 4 davon? 8. Ich hab eine Treppe. 8. Ich hab eine Treppe. Ich bin jetzt bei 8 auch. Treppe ist im südlichen Bereich. Ja, darüber. Du musst fast gerade nach unten sozusagen einmal drumrum. Okay. Felix, du hast da was hinter dir. Flo, hast du nicht immer gefollowt? Hier ist noch eine Treppe weiter oben übrigens. Ich bin schon in 10. Ich bin jetzt in 9. Wo seid ihr? In 10. 10 bin ich auch. Perfekt. Hey, Mumien! Dezent überfordert. Du geh die doch einfach. Ich hab zu viel Treppen. Wo ist mein Schwert? Wie kann man zu viele Treppen haben? Mumien! Mumien! Soll ich meine Treppe bauen? Bombe hin. Mumien! Ich hab eine Treppe gebaut. Oh toll, jetzt habe ich gerade eine Bombe gelegt. In die Treppe. Hier sind auch wieder Mumien, also nicht wirklich besser. Aber nicht so viele, oder? Warum ich einfach parallel so runter an der Mumie vorbei? Don't work hard, work smart. Mhm. True word. Wir haben schon wieder viel zu spät angefangen, ey. Ich kann jetzt nicht den Chat lesen, ich muss gucken. Unterhaltet euch mal mit euch. Bei mir ist nichts im Chat. Kommt zu mir, wenn der Lumi euch nicht zuhört. Ich lese den Chat nebenbei. Ich kann das nicht, dann sterbe ich. Ist nicht so schlimm, wenn ich sterbe, sterbe ich halt, aber ich lese den Chat dafür. Habt ihr die Treppe gesehen? Welche Treppe? Nö. Rechts oben, die war schon offen. Oh, Leute. Alles abgezirkelt bei mir. Alles abgezirkelt. Klar. Ich hab keinen Hit bekommen, also alles geplant. Mach die doch nicht kaputt, was soll das denn? Mehr Chancen auf Treppen? Hier ist eine Treppe. Ah, da. Jetzt multi offensichtlich beide Chats, ja. Ich war ja auch nur Spaß. Hier ist eine Treppe. Wir bräuchten mal ein Thema des Tages für den Chat, worüber sich der Chat unterhalten kann. Bei mir sind sie gerade bei Ragen und Shootern. Danke, Benny, für das. Oh, beim Ragen mit. Oh, hier war ich noch nicht. Automatischer Greifer. Sehr schön. Kristallarium. Hab ich bekommen. Das ist nice, da haben wir den automatischen Greifer für die Hühner jetzt. Ja, echt? Und ein Kristallarium, um noch einen Diamanten. Hier geht's runter. Komm her. Ich will das Hühner töten. Ist eigentlich da rechts zum Loot? Essen. Habt ihr eigentlich irgendwann mal? Ich will hier kurz noch was looten. Felix kann schon runtergehen. Da muss ich hier die ganze Arbeit machen. Wo ist denn der? Links, bei Lumi. Aber hier ist noch jede Menge Shit-Sachen, die man mitnehmen muss. Na, bitte nicht drauf gehen, Benny. Ach, Leute, so wird das nie was. Aber Loot, Lumi, Loot! Wir sind hier nicht bei Path of Exile. Ich looten und leveln. Brauch überall. Backup bei der lass uns jetzt halt ein paar Treppen steigen, Lumi. Hier ist eine Treppe. Ja, dann lass uns jetzt halt im nächsten paar Treppen steigen. Was soll ich schon? Ich habe heute keinen Wert mehr. Wir haben schon 5. Hm. Wir müssen morgen wirklich mal pünktlich hin. Vorbereitet. Ja. Morgen geht dann überhaupt nicht. Du musst da mindestens einen Tag Vorbereitung haben, wo du. Ja, eben. Also, es geht nicht mehr so ad hoc, dass wir uns das morgens raussuchen, dass wir da hingehen. Haben wir nicht? Haben wir uns den Morgen davor ausgesucht? Also. Ja, ich dachte, das reicht, aber den Abend, wir brauchen den Abend. Guck mal, ich komme hinter euch. Ja, guck mal, hallo, bin da. Hier ist ein Treppe. Ich hasse das scheiß Teil. Nimm's nicht mit in die nächste Ebene, bitte. Ihr seid schon da, vielen Dank. Ja, da ist eine Treppe. Hab's auch angesagt, du musst zuhören.
Ja, das sage ich bei den Uhrzeiten sonst auch. Das Bergarbeit der Ding ist deutlich besser als deine Energietonik. Ne? Ich habe jetzt Minenarbeit noch dazu. Und habe alles Leben aufgefüllt. Ha, ha, ha. Willst du dich unbeliebt machen, ne? Ja, will ich. Treppe! Lumi hat gerade ihn in der Hand gehalten. Treppe! Schau dir eine Bombe hin. Rinder! Ich hasse dich! Treppe! Warum? Treppe! Ich komme ja schon, ich muss noch was essen. Warum musstest du was essen? Eben. Hast du was gekocht? Viel besser als meine Energie. Ich koche gleich mal jemanden. Wen kaufst du? Wen? Wir kaufen dann auf jeden Fall ein paar Bomben, das könnt ihr schon mal wissen. Man kann die kaufen. Treppe! Ja. Rechts oben. Wir brauchen mehr Tomaten. Tomaten? Tomaten sind nützlich. Tomaten und Auberginen für die Bergarbeiternahrung. Diamant! Mein Diamant. Ich habe auch schon Diamanten gefunden. Ich habe ein Loch hier unten. Ist der viel aktiver, was unten. Los? Ich habe kein Tittenbonus und ich glaube, ich habe kein gutes Thema, worüber man sich unterhalten könnte tatsächlich. Ich lock die mal hier ein bisschen weg. Ja, habe ich doch gerade gesagt, sag mal. Ja, ist doch okay. Ich bin auch da hingelaufen. Es sind aber viele. Es sind aber wirklich viele. Ich bin nicht gesprungen. Felix. 7 Ebenen. Nein, nimm die Zahl bitte. Ich rechne doch jetzt einfach aus. 24. Okay. 28. Ich bin 26. Dann nehmt ihr halt die Treppen oder lasst es erstmal, weil. Genau, 26. Ja, guck mal, da ist die Treppe. Oh. Wow, was ist denn das? Der Greifer. Und ich habe 4 Qualitätssprinkler bekommen. Yay! Auch kein Mensch. Wir sind bei 28, Felix. Um damit zu nehmen, ist eine total idiotische Idee. Pass auf, der Stein da. Ja. Läuft? Ich gehe jetzt wieder hoch, wir kommen eh nicht weiter. Und ich habe fast nichts mehr. Die gibt ja schnell auf. Können wir wenigstens noch bis zur 30. Ach, Mensch, Lumi. Wie sollen das überhaupt mal was mit dir werden, wenn du so schnell aufgibst? Vielleicht gibt es in der 30 noch eine Truhe, wenn. Ich hab schon meine zweite Truhe heute. Ah, hier ist ein Loch, Benni. Hier unten ist ein Loch. Auf Loch, geht's. Loch. Ja, ich bin ja da. Hui. Wenn die 100 erreicht, dann schreie ich echt. 13 Ebenen, what the fuck? What? Ich bin 41. Ja, dann Treppen. Ist 21 Uhr. Ich komme trotzdem nicht bis dahin mit auf den. Ja, klar. Ich kann nicht 60 Treppen bauen. Hä? Ach so, bis Stufe 100, aber bis Stufe 50 hattest du, glaube ich, noch als Aufgabe. Nein, oder? Wir waren schon 60. So, was habe ich verpasst bei euch? Irgendwie unterhält sich erstmal mit anderen. Ja, sie ist doch rausgegangen. Viel zu langweilig, ne? Ich hab da ein bisschen mitzumachen hier. Immer für morgen. Oh, schon wieder mehr. So ein scheiß Teil, ey. Leck mich am Arsch. Na, dieses Ausdrucks. Ja. Diese Ausdrücke hier. Schlimm. Ich bin fast draufgegangen. Oh, eine Treppe. Und was zu essen. Krabbenkuchen. Nom. Lass mal Energietonikum. Und Iridium. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie wir das morgen machen sollen. Wie war's, wo? Ich hab keine Tomaten. Vielleicht soll man erstmal warten, bis wir Tomaten haben, aber das ist im Herbst erst wieder. Ich habe auch ein Loch. Guck mal. Ich bin 13 Ebenen runtergefallen. Ich 3. Ich bin jetzt 45. Stufe 46. Ich bin 45. Statt, was ist das? Iridium wieder so ein bekloppter Käfer. Zift, hallo. Geh weg. Oh, cool. Krabbenkuchen und Iridiumerz. 2 Stück. Läuft. Redest du mit mir, Flower? Das Strand-Set habe ich von Missy geschenkt bekommen, das gebe ich nicht her. Was für ein Set? Will und Dota. Das verstehst du nicht. Das verstehst du nicht, ey. Als ob es bei Lee keine Skins geben würde, die man verschenken kann. Also, gibt es auch kein Spiel irgendwelche Skins geben würde. Da gibt es coole Skins. Da gibt es zum Beispiel einen Roboter, der anstatt einfach nur ein Roboter zu sein, kriegt der Räder und ist dann quasi ein Auto mit Roboteraufsatz. Hört sich fast wie in Fortnite dieses neue Fahrzeug an. Der ist ziemlich lustig. Einer meiner Lieblingsskins. Ja. Ich spiele nur den Charakter ziemlich selten, das ist so ein bisschen das Problem. Benni, wir müssen eigentlich zurück. Geerntet und keine neuen Farmen gemacht. Ah, guck mal, hier bist du doch. Du bist mir vorbeigefallen. Ja. Ja, ich hab ja gesagt, ich bin 13 Ebenen. Ich hab geerntet vorhin, weil du gar nicht ernten wolltest. Ich hab's einfach reingeschmissen in die Truhe.
liegen 33 Stück irgendwie an Kartoffeln in der Truhe. Mach daraus Samen. Okay. Ich hab sie nicht verkauft, ich hab nur die Silber- und Gold-Varianten verkauft. In welcher Truhe liegen die? Ah, da. In der normalen Truhe, weil ich nicht wusste, wohin sonst damit. Also nicht hier blamen, bevor du nicht geguckt hast, Lumi, oder gefragt. Also Lumi, wir sind, ne? 50 haben wir, glaube ich, noch fast geschafft. Fragen sich alle, ob sie männlich oder weiblich sind, wie alt sie sind. Ich bin mal gespannt, wer das erste Pärchen aus meinem Stream ist. Ah, du brauchst echt Glück, um da wirklich weit nach unten zu kommen. Das sag mal, erntet eigentlich irgendjemand in dem Gewächshaus? Ey, komm, wir waren jetzt gerade im... Gestern wurde geerntet, ja. Nur heute wahrscheinlich nicht. Ich gehe erst schlafen, ich mache morgen mein Inventar. Die tragen extrem viel Zeug, ne? Ja, aber die tragen jeden Tag extrem viel Zeug, tatsächlich. Okay. So, nee, auf mein Handy gucken wollte ich gar nicht mehr. Tomaten anbauen in dem Gewächshaus. Auberginen haben wir ja jetzt, aber halt keine Tomaten mehr. Keine Tomaten. Übrigens habe ich mir jetzt sogar noch mal so ein Schwanenhalsgestell für meine Webcam bestellt. Was? Ich habe mir noch mal ein Schwanenhalsgestell für meine Webcam bestellt, weil mir das sonst auf den Keks geht, dass ich es sonst nicht ordentlich positionieren kann. Und wenn ich jetzt nämlich... Meine ist oben auf dem Bildschirm drauf, deswegen sieht man auch meine Brüste nicht, weil sie nicht so weit weg ist. Ja, meine... Ich will tatsächlich ein Stück weiter weg haben als ein Bildschirm. Aber so wie ich sie jetzt habe, ist sie ziemlich locker. Wenn ich jetzt wacke, fällt die runter. Ach so, man sieht deine Brüste nur, wenn... Man sieht deine Brüste nur, wenn die Kamera weiter weg ist. Ja, damit du unterhalb der Schultern mit aufnimmst.